Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Let's Play von und mit mir, den Mr. Bernd 1974. Diesmal bin ich auf der Karte Tundra unterwegs mit dem Shortshell 1. Das ist eigentlich ein sehr stabiler und gefechtsreifer Panzer. Das Einzige ist halt, die Kanone müsste man noch ein bisschen verbessern. Da kann man nicht wirklich großartig Schaden anrichten. Gut, obwohl ich habe letztens das ein T-34 damit vernichtet, ist komplett zerlegt. Das hat dann schon Spaß gemacht, ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Mit so einem kleinen Shortshell, den T-34, obwohl der T-34 immer ein Panzer ist, den ich schon immer haben wollte, aber noch nie bekommen habe. Da mir noch mehr Erfahrungspunkte fehlen, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen zocken, ein paar Nächte durchzocken, was ich aber nicht machen werde. Ich habe noch ein Familienleben. Aber na gut, man hat das Öfteren noch ein bisschen Spaß dran. Und schauen wir mal, jetzt wurde ich getroffen, ich hätte es. Aber naja, das ist eben halt meine Freizeit, so ein bisschen. So wie ich schaffe. Schaffe ich es nicht. Ja, ganz einfach. Ne, wie gesagt, eben halt, der Shortshell ist eigentlich ein sehr stabiler Panzer. Mit dem kann man eine Menge anstellen. Jo. Jetzt wollen wir noch rüberfahren zur Flagge. Mal gucken. Ich bin an erster Stelle, ganz oben. Zwei von uns wurden schon vernichtet. Jetzt haben wir einen von denen vernichtet. Jo. Man sieht immer wieder die Unterschiede zwischen dem Spiel und dem anderen Spiel namens Tanky Online. Das sind eben halt zwei Spiele doch mit sehr großen unterschiedlichen Meinungen und auch Grafiken. Man sieht, dass das World of Tanks doch sehr realistisch ist. Das hätte mal Stand 4 zu 5. Okay. 5 zu 5 ist auch gut. Und jeder hat eine Meinung und hat anders. Jeder sollte das spielen oder zocken, für was er im Tat geschaffen ist oder was er möchte. Von Grafik und von der Aufmachung her ist World of Tanks für mich doch mehr mit Spaß verbunden als wie dieses Tanky Online. Obwohl eben halt viele Leute, die ich bei mir eine Up- und Liste habe, doch lieber sehr gerne sehen, dass ich Tanky Online spiele. Weil es im Feld irgendwie gefragt ist bei mir. Natürlich sind die Unterschiede da zwischen Tanky Online und World of Tanks. So, bei Tanky Online ist man eben halt so, dass man immer wieder kehrt bis Ende der Schlacht. Bis dann die erreichte Zahl, ob den Zeitbonus oder eben halt Entschuldigung, Zeitbonus oder eben halt die gewünschte Anzahl der Flaggen oder der Vernichtungen erreicht ist, dann ist es erst vorbei, das Spiel. Ja, ich sag mal, man kann jetzt da Unterschiede machen zwischen Tanky Online eher so für die jüngere Generation, für Anfänger, sagen wir mal, der sobald mal spielen möchte, eben halt hier panzerbasierte Games, und der Erfahrene, doch der alte Mann, der spielt dann noch lieber eben halt solche Games wie jetzt zum Beispiel World of Tanks, weil dort eben halt doch realistisch ist. Da hat man die Tonnenklassen, die
Kampfklassen, wie die Tierklassen von 1 bis, weiß ich nicht, bis 5, glaube ich, sind hier der ganze. Ich kenne mich da auch nie so richtig aus bei den World of Tanks. Ich spiele es einfach mit mir, damit es Spaß macht. Solche Sachen. Und ja, hab's mir, wie gesagt, wieder runtergeladen, aber das habe ich ja schon mal erklärt. Und das ist so schick. Das Einzige, was mir ein bisschen stören tut, der sieht ja gleich wieder, ihr habt da gerade zwei Panzer, ein Marder 2 und ein anderer, die verschwinden immer wieder. Verschwinden immer wieder und kommen auch immer wieder. Das ist das Einzige, was mir stört bei World of Tanks. Für mich persönlich jetzt. Ja, weiß ich nicht. Also zurück zum Spiel zu kehren. Wir haben jetzt noch einen Spieler im Spiel. Der wird es natürlich, denke ich mal, nicht schaffen. 1 zu 4. Ist schon ganz schön derbe, aber es gibt ein Spiel, da habe ich das schon mal gesehen. Dass einer hat 4 Leute vernichtet, ja. Das, ich weiß aber auch nicht mehr, wann das war. Ich habe es gesehen. Und dass derjenige das schon mal schaffen kann, wenn er will, wenn er einen richtigen Panzer oder so hat. Aber wenn man mal guckt hier, Monty Cass, der hat schon 6 alleine vernichtet. Das ist schon ganz schön heftig. Jetzt haben wir mal rübergewechselt zu den unseren Spielern. Der ist jetzt auch